Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial zu Minecraft Dungeons. Und zwar, wie ihr über den MCD Safe Edit, wie ihr hier oben schon sehen könnt, jegliches Item in Minecraft Dungeons bekommen könnt, leveln könnt, vergolden könnt, ihr könnt Verzauberungen auswählen, ihr könnt euren Charakter selber Verzauberungspunkte und Level geben, was auch immer ihr wollt, ihr könnt es damit machen. Was wir dafür als erstes tun müssen, ist auf die Seite Nexus Mods zu gehen. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, der erste. Und wir gehen dann hier unten, also hier ist erstmal eine Description, was genau die Mod macht. Ihr könnt euch das durchlesen. Hier steht auch nochmal, was ihr genau tun müsst, aber halt auf Englisch. Deswegen mache ich für euch das Ganze auf Deutsch. Ihr geht zu Files und dann hier Manual Download. Dann kommt drauf an, wenn ihr die Seite schon kennt und da Premium habt, könnt ihr natürlich den Fast Download nehmen. Aber ich nehme den Slow Download. Dann wartet ihr kurz. 3, 2, 1. Dann fängt das an, hier oben rechts herunterzuladen. Genau. Falls es nicht funktioniert, dann drückt hier, dann startet der Download nochmal, falls es nicht funktioniert. Genau. Die ZIP-Datei öffnen wir gleich mit WinRAR. Falls ihr das Programm WinRAR nicht kennt, schaut kurz im Internet dazu, ladet euch das runter. Ist einfach ein Programm, mit dem ihr solche ZIP-Dateien mit einem Reißverschluss dran öffnen könnt. So, nachdem wir die File dann hier drin haben, können wir mit rechts klicken. Hier seht ihr dieses WinRAR-Zeichen. Da könnt ihr auf hier entpacken gehen und dann habt ihr diese Exe-Datei. Dazu kommen wir gleich. Den Ordner könnt ihr jetzt einfach entfernen und löschen. Und ich würde vorher, bevor ihr jetzt diese Datei ausführt oder sonst irgendwas macht, einfach nochmal ganz kurz eure Spielstände kopieren und irgendwo anders abspeichern. Falls ihr nicht wisst, wo ihr die findet, ich weiß es tatsächlich auch nicht, aber ihr könnt, wenn ihr das Programm zum ersten Mal öffnet, sieht dann so aus. Dann werden euch gleich hier, wenn ihr auf File und dann Open geht, hier oben links, dann werden euch hier eure zwei Charaktere angezeigt, je nachdem wie viel ihr habt. Die könnt ihr einfach kurz kopieren und sonst wo hinschieben. So, ich habe jetzt eine Test-File erstellt. Ich habe die auch schon direkt umbenannt in Test. Das heißt, wenn wir hier auf Open gehen, gehen wir auf den oberen. Ich weiß nicht genau, welchen von beiden. Kann sein, dass ihr auf den unteren müsst. Ist das hier? Hier. Dann auf Test. Ich habe auch schon ein bisschen gespielt, damit wir jetzt nicht ganz bei Level 1 sind. Und dann habt ihr dieses Overlay. Hier unten sind eure Artefakte, hier oben ganz normal, wie ihr es von Minecraft Dungeons halt kennt. Wir fangen einfach von links nach rechts an. Ich würde sagen, von oben nach unten. Hier oben könnt ihr erstmal eine random Zahl eingeben für die Smaragde, die ihr haben wollt. Ist ja egal. So, hier könnt ihr jetzt euer Schwert, also es ist total das einfach simple Ding eigentlich. Hier könnt ihr jetzt euer Schwert upgraden. Hier die Level. Ich habe einfach mal Level 240 machen, da können wir hier einstellen, ob es selten ist, dann heißt es ein Grünschimmer oder einzigartig. Falls ihr das Spiel schon länger spielt, habt ihr vielleicht auch schon einzigartige Gegenstände. Ich glaube, das Video richtet sich aber eher an Neulinge. Und dann ist das hier so orange und sieht halt besser aus, genau. Ihr könnt es neu machen, dann bekommt es dieses gelbe Dreieck. Aufgewertet oder Geschenk ändert jetzt nicht groß irgendwie was am Chain des Dings. Ihr könnt das Ganze vergolden und könnt dann über diesen kleinen Knopf hier, ich weiß, es ist schwer zu erkennen, aber hier könnt ihr dann rechts eines dieser 20 Milliarden verschiedenen Verzauberungen auswählen. Zum Beispiel soll das Schwert in Brand setzen. Dann könnt ihr hier wieder das Level bestimmen. Wir machen es jetzt aufs Maximum. Das heißt, wenn wir Kreaturen angreifen, können wir sie direkt anzünden. Hier könnt ihr euch Verzauberungen auswählen. Könnt ihr auch draufklicken. Einmal, wie stark das schon geskillt sein soll. Oder ihr könnt sie auch, wenn ihr hier oben draufklickt, verändern. Wieder in was anderes. Zum Beispiel randalieren, dann Level 3. So, jetzt seid ihr aber relativ am Anfang und habt vielleicht ein Schwert, was nur maximal zwei Verzauberungen haben kann. Da könnt ihr hier auch hingehen und trotzdem hier draufklicken und eins auswählen und irgendeins hinzufügen. Das funktioniert tatsächlich auch. Das Ganze, ohne dass es euch Level kostet. Genau. Level könnt ihr im Übrigen dann hier hoch machen. Dadurch kriegt ihr auch Verzauberungspunkte. Ich weiß nicht, warum das im Minus angezeigt wird. Das finde ich ein bisschen seltsam. Aber ist ja auch egal. Das gleiche geht für Rüstung. Bei der Jägerrüstung ist es so, zum Beispiel, da habt ihr ja zusätzlich manchmal Effekte. Und hier könnt ihr, ich weiß nicht, wie viele es gibt, aber ihr seht schon, relativ viele Effekte hinzufügen. Draufklicken, zum Beispiel Frostwiderstand, dann friert ihr nicht ein. Ist gut. Vergolden, dann gibt es noch einen Zusatzeffekt. Dynamo für Fernkampf, ist ja egal, irgendwas könnt ihr machen, was ihr wollt, mit was ihr eben am besten kämpfen könnt. Ich tatsächlich nutze es selber nicht, ich habe einen Spielstand, der ist Level 250 oder 249, ich habe das nicht mehr nötig, ich bin mit dem Spiel durch.
finde es auch schade, dass es keine neuen Updates mehr gibt. Genau, hier wieder draufklicken. Hier könnt ihr auch, das ist beim Schwert genauso, wenn ihr auf das Icon klickt, könnt ihr verschiedene Rüstungen geben. Zum Beispiel der Trubadandor. Hier wieder das Level ein bisschen hoch machen. Wieder auf 240. Ein Bogen auch gerade 240. Hier auch wieder vergolden und einen Zusatzeffekt drauf, wie zum Beispiel Abwehrschlag. Passt jetzt nicht auf den Bogen, aber ist ja okay. So, als nächstes könnt ihr hier unten, wie schon gesagt, eure Level auswählen. Ihr könnt auch einfach direkt reinschreiben, Level 1000. Dann habt ihr, ich in meinem, zu meinem Fall jetzt 900 Verzauberungspunkte. Ihr könnt euch auch, hier ist standardmäßig eine Rakete drin, wenn ihr draufklickt, euch Artefakte geben, je nachdem, was ihr für welche wollt. Keine Ahnung, ich benutze, bei mir habe ich immer auf, das ist, Y, also wenn ihr es mit Controller spielt, ist das Y, sonst ist es die Taste 2. Da habe ich zum Beispiel meistens einen Hund drin, in leckeren Knochen. Und auf B habe ich entweder Heilung oder, verseuchtes Leuchtfeuer. Das könnt ihr auch wieder leveln, hier hoch machen, wie ihr wollt, ist ja egal. Zack. Wenn ihr damit zufrieden seid, was ihr habt, geht hier oben auf File und dann drückt ihr Save. Oder ihr macht einfach mit STRGS. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr jetzt ins Spiel rein switchen. Im Spiel angekommen, könnt ihr dann hier auf Heldeneinstellungen euren erstellten Charakter auswählen. Zack. Und ins Spiel rein starten. Wenn es das erste Mal ist, dass ihr den Charakter benutzt, dann wird es so sein, dass erstmal überall Ausrufezeichen sind und sagen, ja, du kannst dahin, du kannst dahin, du kannst überall hin. Aber wenn ihr die schon häufiger genutzt habt, ist das halt so. Also wir haben jetzt zum Beispiel, wie ihr sehen könnt, hier in Brand, das ist das, was wir vorher gemacht haben, alle Mobs im Umfeld verbrennen einfach. Hier könnt ihr das sehen, hier könnt ihr skillen, wenn ihr wollt. Der Angriff, Dings, also es funktioniert. Hier haben wir zum Beispiel sehr viel drin. 20% Schadensverstärkung für Waffen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in ein Spiel rein. Und... ja, das scheint ein bisschen viel schwer zu sein. Ist ja egal, wir gehen einfach mal in einen relativ hohen Spielstand rein. Spielstand? Spielschwierigkeitsgrad, es tut mir leid. Es ist warm heute, es tut mir leid, es ist Hochsommer. Und da könnt ihr einfach mal testen, ob das Ganze auch funktioniert. Im Normalfall tut es das nämlich so. Wir machen erstmal den Dog und dann wird hier vorgerannt und... ja, scheint gut zu funktionieren. Zack, 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 zack. Ich habe schon mal ein Tutorial dazu gemacht tatsächlich. Und das war per Cheat Engine, aber das mit Cheat Engine funktioniert nicht mehr. Ich habe auch dazu geschrieben, dass das Video outdated ist und werde in dem Video jetzt auch auf das Video hier verweisen. Weil wie ihr sehen könnt, das funktioniert und ihr habt viel mehr Möglichkeiten als bei Cheat Engine. Da könnt ihr hier ganz entspannt durchrennen. Gar kein Problem mehr. Ich werde an der Stelle sagen, ich mache den Zombie noch kurz weg, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt das mit dem Daumen nach oben, würde mich mega, mega freuen. Falls ihr nichts mehr von Minecraft Dungeons oder so verpassen wollt, abonniert auch gerne den Kanal. Auch wenn hier nicht gerade hauptsächlich Tutorials kommen, sondern eher Gaming-Videos, könnt ihr trotzdem gerne machen. Und falls ihr Kollegen habt, die das Spiel auch spielen und an einem Punkt feststecken, wo sie nicht weiterkommen, schickt denen das Video. Vielleicht ist es denen ja eine Hilfe. Ich wünsche euch noch was. Bis dann. Ciao, ciao. Leute. It's all about humanity.